Und solltet ihr euch fragen, warum hier Xardas und warum Pyrokal Xardas eigentlich nicht mag, das liegt daran, da gab es mal so ein, so ich nenne es mal einen Streit zwischen denen. Ich hoffe, ich bin jetzt richtig gelaufen. Ja, bin ich. Und zwar, der Streit war so, und zwar, Xardas war eigentlich mal früher einer der höchsten Feuermagier, die es gab. Aber er sah dann letzten Endes ein, dass die wahre Macht nicht im Kreis des Feuers lag, sondern bei der Dämonenbeschwörung. Darum ist er dann Dämonenbeschwörer geworden. Oder eher gesagt, daraufhin ist er dann hier Dämonenbeschwörer geworden. Und hat dem Kreis des Feuers dann den Rücken zugedreht. Ich weiß ja nicht mal, er wurde deswegen, aber so wie ich weiß, nicht in die Barriere geworfen. Denn es war ja so, auch in der Barriere waren auch zudem die Magier, denn es sind die mächtigsten Magier des Reiches zusammengekommen, um die Barriere zu erschaffen. Aber weil es irgendeine Störung im magischen Gefüge gab, wurden die Magier, es waren 13 an der Zahl, und in jedem Lager, im neuen und im alten Lager, gab es 6 Feuermagier und 6 Wassermagier. Also im neuen Lager die 6 Wassermagier und dann im alten Lager die 6 Feuermagier. Und dann gab es noch diesen einen Magier, Xardas. Und weil das magische Gefüge gestört wurde, wurden die auch in die Barriere mit eingeschlossen. Und dann hat sich Xardas zurückgezogen und hat sich dann den Studien der Dämonologie gewidmet, wenn ich das so nennen kann. Ach, hier ist der Kreis. Pyrokar weigert sich, zum Ritual zu erscheinen. Er will erst einen Beweis dafür, dass er dir vertrauen kann. So, so. Pyrokar also. Hm, interessant. Der alte Zausel wird langsam lästig, aber ich denke, ich habe da etwas für dich, was dir helfen kann. Damals, als ich den Orden der Feuermagier verließ, habe ich einige Dinge aus dem Kloster mit mir genommen. Ich wollte nicht, dass eines Tages eine Truppe von Paladinen oder Feuermagiern meinen Turm auf den Kopf stellt und den Kram bei mir findet. Also habe ich sie an sichere Orte gebracht, an dem die Magier sicherlich nicht danach suchen würden. Und wo? Ein Teil davon liegt in einer Truhe verschlossen auf Sekops Bauernhof. Du traust diesem Sekop? Nein, aber er ist käuflich und stellt keine unangenehmen Fragen. Außerdem habe ich die Truhe verschlossen. Hier ist der Schlüssel. Es ist ein sehr altes Buch dabei. Wenn Pyrokar dieses Buch bekommt, wird er wissen, dass es von mir kommt. Ich habe keine Verwendung mehr dafür. Vielleicht erfüllt es ja somit noch einen Zweck. Okay. Zum Großbauern. Dann schlafen. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Ich glaube ja nicht. So, es ist halt eins. Oder in einer Minute ist es eins. Ich denke mal, ich werde jetzt noch zum Seekopfhof gehen. Und dann Pyrokar hier die, nicht die, sondern das Buch bringen und dann machen wir schon wieder Schluss für heute mit den Sachen. Hey du! So, Bennett. Sag mir nicht, du hast das nicht gehört. Kannst du Schmuckstücke reparieren? Kommt drauf an, ich müsste das Schmuckstück zunächst mal sehen. Was ist alles mal gewesen? Kannst du dir dieses Amulett mal angucken? Klar, lass mal sehen. Was ist das denn schon? Das ist eine sehr schöne Arbeit. Die Fassung ist hinüber. Ich glaube, ich kann es wieder hinkriegen. Wie lange brauchst du dafür? Wenn du es hier lässt und morgen wiederkommst, wird es fertig sein. Ich werde dir noch nicht mal was dafür abknöpfen. Schließlich hast du mich aus dem Bau geholt. Das höre ich zum ersten Mal. Hier ist das Amulett. Repariere es für mich.
Alles klar. Bis morgen werde ich die neue Fassung angepasst haben. Du kannst es dir dann bei mir abholen. Ich hab so auch nicht so sicher. Ich wundere mich über gar nicht. Sehr gut. Qualität, sehr gut. Ich hab da meine eigene. Genau, ich wollte zu Seekopfshof gehen. Ich bin ganz klar. Lederbeutel. Cool. Versteckt jemand einen Lederbeutel auf dem Feld? Was ist denn los? Ist was passiert? Du musst mir helfen! Die schwarzen Männer sind in mein Haus. Ich weiß, ihr Söldner habt es nicht so mit der Nächstenliebe, aber ich würde... Die Kerle sagten, sie würden etwas suchen, aber doch nicht den... Bitte, hilf mir! Mach, dass sie wieder Okay. Tod der Geisel. Tod allen Lebenden. Bevor ich hier anfange aufzunehmen, habe ich mir nochmal das Video, die Porte des Zauns. Von WoW. Hier Blood of the Lich King. Oder eher gesagt, Wrath of the Lichtkönig. So. Hallen von Irdorath. Dein Haus ist leer. Die schwarzen Männer sind weg. Das hast du gut gemacht. Ona kann sich glücklich schätzen, solche Leute. Nicht so schnell, Mann. Du hast doch was von einer Belohnung gefaselt. Oder soll ich mich da verhören? Alles, was ich tun kann, ist dir ein wenig Gold. Gib schon her, ich hab's eilig. Hier. 250. Geht ja immerhin. Dann komm, renn ich schnell in den Wald rein, töte da noch irgendwas und dann geht auf zu Pyrokar. Irgendwas meine ich in den Schattenläufer. Okay. Schattenläufer mit Drachensnappern ist zu gefährlich. Oh, dass die Drachen vielleicht Drachensnapper sind. Habe ich jetzt nicht erwartet. Aber die Drachensnapper scheinen mit dem Schattenläufer sehr gut zu leben. Die greifen dir zumindest nicht an. Oh. Ja. War etwas schlecht. Ich weiß nicht, ob mir der Schattenläufer jetzt gerade hinterher schleicht. So, wo schläft denn der? Da ist er ja. So. Das war's auch mit dem Schattenläufer. Kann ich eigentlich mal zu Basta gehen und ihn fragen? Und oder eher gesagt zu ihm gehen und ihm sagen, dass ich die Schattenläuferhörner habe. Alter, wie ist der?
Fester, Fester, Hals Fester. Oder ich nenne ihn, nicht, nenne ihn einfach Fester. Nicht Fester, Fester. Der hält's auch Fester. Jetzt muss ich aber auf die andere Waffe wechseln. Ist das wirklich wahr? Paladin 2. Ah, er hat die 9 Hörner noch. Nichts zu holen. Das nächste Mal werden wir ja sehen. Warte mal. Okay. Ich habe hier noch Schattenläuferhörner für deinen... Gut, her damit. Besorge mir mehr. Wer weiß, wie... Hier hast du deinen An... da fällt mir ein, ich könnte jetzt noch mal schnell nach ein paar Schattenläufern suchen. Oder eventuell schauen, ob ich da noch ein paar Punkte habe, die ich ausgelassen habe. Weil ich kenne da noch 2 Orte. An denen würde ich eigentlich noch liebend gern nachschauen. Das nächste Mal werden wir ja sehen. Moment, die Hörner habe ich ja schon wieder. Oder? Wo sind sie? Ach ja, das ist doch alles nur geredet. Okay. Und mit dem mache ich auch sehr gut Gold. Immer wieder was. Da muss ich zur Hafenstadt als erstes. Und als zweites muss ich dann zum Leuchtturm. Ich habe was anderes gehört. Ihr wisst wahrscheinlich schon eh, wo ich hin will. Ich habe was anderes gehört. Das ist ja interessant. Das weiß doch inzwischen jeder. Oh, da kann ich nur mit Abudin sprechen. Das ist kein Geheimnis mehr. Kannst du... Ja! Wie viel... Für bescheidene 2. Erzähl... Gut! So, ich bin bereit. Du wirst... erzwingen... was niemandem sonst bestimmt. Über Glut und Schnee... durch Eis... und Flammen... Männer in fremden Rüstungen... ein Sumpf... Echsen. Sie erwarten dich. Das war alles. Mehr kann ich nicht sehen. Okay, die letzte Weissagung. Also eine Weissagung kann er mir im 4. Kapitel geben. Da muss ich schnell ins Minental. Und dann auch wieder zurück. Da kann er mir nochmal eine Weissagung geben. Ich dachte schon, da hätte ich einen Spuckefleck auf meinem Bildschirm. So, da ist Schattenwolf. Oh oh. Sollte ich schon sagen, es müsste ein Wunder geben, wenn ich jetzt nicht sterbe. Oder es müsste schon ein Wunder sein, jetzt nicht zu sterben.